Na, probier's doch mal aus. Ja, kann ich. So, eins, zwei, drei. Aber ich mach noch zwei Ramane. So, lass mich mal durch hier, scheiß Huhn. Mensch, immer stehen im Weg. Wer hat denen das bloß beigebracht? Der Papa? Na, ich nicht. Das war bestimmt du. Ah, Pommel da! Ich weiß nicht, was du meinst. Ich auch nicht. Was sagst du denn immer bloß? Dass so. Die Mädchen Bock Pummeluff machen, irritiert mich aber schon ein bisschen. Ja, machen sie. Zumindest alle Mädchen, die ich kenne. Ich kenne keine. Das ist auch gut so. Muss ich ja jetzt so sagen, dass ich keine kenne. Bis auf die Frau, die heute mit dir geredet hat. Das sind alles Männer. Was ist denn das für eine Frau? Eine ältere. Findest du die attraktiv? Wenn du sagst ältere, meinst du damit 40 plus? Nee, 50 plus. Stehst du noch auf 50 plus? Oh ja. Kommt drauf an, ob die so älter ist. Die Lappen kann man immer gut hochhalten. So. Gucken deine Kollegen das Let's Play, weil das könnte jetzt ein bisschen schrecklich schlecht ankommen. Ja. Ja, die ist nett. Aha, obwohl du die Lappen bei ihr hochhalten musst. Du hast angefangen, ich habe jetzt irgendein Blödsinn erzählt. Du, wie heißt denn die? Ich sag ja, dass man das so über sie redest. Gute Frage. Wo wohnt denn die? Das weiß ich nicht. Ich meine, du warst ja schon mal bei ihr, hast ja gerade erzählt. Nee, leider. Du hast doch gesagt, was ihre... Mann. Bionano hat mal wieder eine Macke. Ihre Intimzone unsittlich berührt, hast du gerade gesagt. Bionano hat eine Macke. Da kommst du nicht mehr raus aus der Nummer. Ich hatte ja keine Nummer. Das sagen sie alle. Also reg da mal ab. Das sagen sie alle und dann haben sie doch die Lappen hochgehalten. Oh, ich könnte lachen, ey. So, die letzten Eier noch hier nehmen, dann sind alle Eier aufgebraucht. So. Dann haben die Hühner keine Eier mehr. Und in Eigeschwindigkeit wieder zurück. In Eigeschwindigkeit? In Eigeschwindigkeit, genau. Ich mach die Eiergeschwindigkeit. Ich bin gerade so professionell den Schleim entkommen und keiner hat's gesehen, ey. Ich auch, ich bin einmal weggeflogen. Ich meine unseren Farmschleim, die nicht besonders zahm sind. So, wir müssen wieder ins Bett. Könnten wir. Ich bin die Stimme der Vernunft. Vernunft! So, komm jetzt. Ah! Lederkatzen. Heb deinen doppelten Hintern her. Oh! Bist schwanger. Du bist jetzt zwei Menschen. Boah, wir haben vier komische Golems auf dem Hof und zwei rote Fledermäuse und die sind gleich... Tot? Nein, ich bin gleich tot. Na komm doch einfach mal. Nimm doch mal den Zauberstab von mir. Na endlich. Ich habe gerade die Scheidung eingereicht. Hast du nicht gesehen? Oh. Super. Wer super Urtag sagt, ist noch lange nicht fertig. Nö. Also spätestens in 3 bis 4 Tagen müsste unser Baby schlüpfen. Ich sehe noch gar nicht schwanger aus. Ja, irgendwo der Storch fehlt. Nee, du bist noch viel dürrer. Danke, das hört man gerne. Was schön an Regen und Gewitter ist, die Batterien werden aufgeladen. Was macht man mit den Batterien? Essen.
Guck doch einfach mal im Skill-Ding nach, was du damit machen kannst. Frag mich doch nicht immer. Kannst du damit was anfangen? Guck doch einmal. Guck mal, wir haben doch hier diese Handwerkskiste hier in der Mitte. Hm. Da kannst du gucken, was man alles mit Batterien herstellen kann. Zum Beispiel diese... warte mal. Batterie braucht man zum Beispiel für eine Schleim-Ei-Presse. Batterien braucht man für einen Iridium-Sprengler. Was ich noch nicht habe, wir können noch mehr von diesen Diamanten herstellenden Maschinen machen. Aber ich glaube, man braucht das Skill-Level 10 oder so im Kampf. Ach, keine Ahnung, was ich habe. Kampf. Ich habe 7. Ich habe schon 8. Wir müssen Kämpfen und Minenarbeit noch trainieren. So. Was habe ich eigentlich die meisten? Mal gucken. Vorarbeit und Sammeln. Ja, Farm. Minenarbeit habe ich 8. Farming levelt man eigentlich immer zuerst. Einfach mal über den Hof latschen mit der rechten Maustaste gedrückt. Da knuddelt man nebenbei noch alle Tiere durch. Ja, das ist halt dann die Kategorie Liebhaben. Ja, das lasst euch kuscheln oder ihr kommt in den Mixer. Ja. Ich habe Lust zu kuscheln. Bei euch ist es unwichtig. So. Fische haben wieder. Willst du dich mal um die Fische kümmern? Die haben wieder einen Anspruch. Ich will gleich mal in die Stadt. Ah, in die Stadt. Fertig. Die wollen einen Diamanten. In die Stadt gehen. Willst du nicht nochmal zeigen, wie man die Fische vermehrt? Indem man ihnen total unsinnige Wünsche erfüllt. Ich bin gerade am Überlegen, was habe ich jetzt hier gemacht? Gut, ich werde erstmal die beiden hier, erledigen. Hier, ich mache hier dann noch. Gute Frage. Sind die jetzt schon verarbeitet oder wie? Was denn? Nee, erst wenn der... Das heißt Goldstatus, also die sind schon ein bisschen besser, aber noch nicht fertig. Wenn die fertig sind, siehst du das ganz eindeutig. Na, muss ich gucken. Später. Gut, okay. Eigentlich wollte ich gar nicht jetzt so lange rumtümpeln. Was ist heute wieder nicht schon mit dem Sprechen gemacht? Ich wollte nicht einschlafen auf dem Hof, ich wollte den Hof auch mal verlassen. Ja, ist ja gut. Das ist nicht das so. Aggressiv. Der Hof kotzt mich langsam an, ey. Ich muss mich da echt mal verpissen, immer die ganze Arbeit. Verdammte Scheiße aber auch, ja. Ich soll doch die Alte die Arbeit machen. Oh. Hey. Die sowieso besser arbeiten als ich. Das ist meine Hausfrau. So, ich musste mal raus. So, verdrück dich. Du musst dich für mich nicht noch attraktiver machen. So, gut, dann werde ich mal gucken, was es hier so alles noch gibt. Ob es irgendwas Neues gibt hier vielleicht. Ein Busch? Nee. Da ist keine, der sich versteckt im nackten Regenmantel.
Allein diese Vorstellung wäre aber witzig. Naja. Du rennst da rum und anstatt ein Eichhörnchen rennt dann so ein nackter Spinner von A nach B. Das sieht man Dinge, die mir nicht unbedingt sehen möchte. Ja, vor allem nackige Dinge. Ein nackiges Ding. Naja, baumelnde Dinge. Schwing. Bei manchen ist es so, da baumelt noch nicht mal was zu viel dran. Brüderle. Da ist es ja innen gewachsen, aber egal. Oh, haben wir noch irgendwo Milch übrig? Ich habe noch keine neue Milch aufgesetzt. Ich war noch nicht bei den Tieren drin. Ehrlich? Das ist nämlich sehr gut. Ich brauche nämlich welche. Hast keine Milch angesetzt, ja? Heute nicht. Keine Eigenproduktion heute. Oh, die geben aber wenig. Nee, ich habe noch nicht an meinen Nippeln gespielt. Warum seid ihr denn so? Da sind ja die Schweine attraktiver. Die geben so viele. Die geben gerade so viele Trüffel ab, mindestens 7 am Tag. Und die Ziegen so, ach nö, so anstrengend. Ich gebe heute mal keine Milch. Gerade Ziegenmilch ist doch total lecker. So. Darum ging es ja nicht, die haben jetzt gar keine produziert.